Behrens. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde eben schon gesagt, von 0 auf 100 in 12 Jahren, das ist selbst für Verkehrspolitiker doch eine beeindruckende Hausnummer. Aber es geht ja auch um die wichtige Frage zu entscheiden, die 2005 gestellt worden ist, darf es im öffentlichen Raum privilegierte Parkflächen für Carsharing-Fahrzeuge geben? Und jetzt im Jahr 2017 wird die Frage mit Ja beantwortet. Besser spät als nie, könnte man sagen. Das ist auch nicht ganz falsch. Aber ich denke, man kann auch dahinter sehen, wie auch die Große Koalition Verkehrspolitik macht. Wann wird eine schnellere Gangart eingeschaltet? Das ist nämlich jetzt der Fall, wenn wir uns angucken, wie setzt sich eigentlich der Carsharing-Markt zusammen. Erst jetzt, wo Großunternehmen wie BMW oder Daimler auf dem Markt sind, wird man aktiv. Früher waren es überwiegend ehrenamtlich organisierte Vereine, die ihren Mitgliedern Autos zur Verfügung stellen konnten. Die Vereinsmitglieder wollten auf ein privates Auto verzichten und die wenigen Fahrten, für die sie dann ein Auto nutzen wollten, konnten sie dann mit anderen teilen. Dahinter steckte und steckt die Idee einer anderen Verkehrspolitik. Weg vom motorisierten Individualverkehr hin zum gemeinschaftlich genutzten Verkehrsmittel. Ich meine eine kluge Verkehrspolitik, die unbedingt unterstützt werden muss. Inzwischen haben sich auch die Vereine verändert und sie haben sich zusammengeschlossen und sind teilweise auch bundesweit am Start. Sie treten mit den großen Autofirmen in die Konkurrenz um Kundinnen und Kunden. Doch eins hat sich nicht verändert. Bei den kleinen Anbietern werden die Autos weiterhin auf festen Stellplätzen stationiert. Die Free-Floater stehen an allen möglichen Stellen, häufig dort, wo es auch nicht erlaubt ist, in Halteverboten oder auf Fahrradwegen. Es wird manchmal so argumentiert, ja, die sind total schnell wieder weg, weil sie über das Smartphone geordert werden können. So hat es mir zumindest jemand berichtet, der das mal mit seinem Smartphone nachgemessen hat. Dass in Zukunft eine Konkurrenz um die Sonderparkplätze jetzt eintritt zwischen den unterschiedlichen Carsharing-Anbietern, ist nicht ausgeschlossen. Da werden die Städte noch viel Fantasie und auch Kreativität aufbringen müssen, um zu verhindern, dass es zu einer Verdrängung von Vereinsfahrzeugen kommt. Darum ist es auch wichtig, dass nach 4 Jahren auch noch einmal geprüft wird, ob denn wirklich der Sinn und Zweck des Gesetzes die Folgen auch gehabt hat, die es haben sollte. Die Linke steht für stationsbasiertes Carsharing als eine Chance für weniger Autos in Städten. Das belegen auch die Zahlen. Der Sprecher des Bundesverbandes Carsharing, BCS, Nerke, sagte in der Berliner Zeitung, 78% der Nutzer von stationsgebundenen Autos hatten kein eigenes Auto. Bei den Freefloater-Nutzern sind es nur 43%. Und da wird auch der Unterschied deutlich, über den wir hier reden. Es sind zwei unterschiedliche Systeme, die mit einem Gesetz reguliert werden sollen. Das kann durchaus zu Problemen führen. Stationsbasierte Autos werden dann genutzt, wenn der öffentliche Personennahverkehr oder das Fahrrad nicht ausreicht und diese Lücke gefüllt werden muss. Es ist also ein sehr gezieltes Angebot, was gemacht wird. Stationsunabhängige Freefloater werden häufig dann benutzt, um sich ein Taxi zu sparen oder eben nicht in den Bus steigen zu müssen. Die Bundesregierung verbindet trotzdem große Ziele mit diesem Gesetz. Es wird mit Klimaschutz geworben und mit der Verminderung des motorisierten Individualverkehrs, weil Menschen auf ihr privates Auto verzichten. Carsharing könnte zu einer Marktdurchdringung mit neuen umweltschonenden Antriebstechnologien wie E-Mobilität verbunden werden. Und ich weiß nicht, ob es wirklich dieses Gesetz leisten wird. Doch beide Systeme Carsharing sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung des Mobilitätsangebotes. Und darum stehen wir auch dazu. Wir werden bei der weiteren Beratung des Gesetzes auf das Kleingedruckte achten müssen. Das werden wir dann auch tun, denn eine sozialökologische Verkehrswende ist für die Linksfraktion die Grundlage für eine menschen- und klimaverträgliche Mobilitätspolitik. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Kollege Arno Klare das Wort.